Gestern fiel das Training leider aus. Ich hatte zu viele Termine. Ich habe es nicht geschafft. Aber heute zum Freitag mache ich die Frontbeuge mit einer extra Spitze. Und ich freue mich, dass ihr da alle eingeschaltet habt. Ich bin schon im Training drin. Und jetzt kommt der Trainingsplan. Und dann geht's ran ans Eisen. Diese Woche gehe ich wieder in den Kraftaufbau in der Beuge rein mit 102 Kilogramm. Das ist die Spitze für heute in der Frontbeuge. Ich werde sie mit 2x2 trainieren, ohne Gürtel und ohne Pause. Warum die 122? Ich brauche einfach mal die Spitze wieder, um dem Körper einen ordentlichen Reiz zu geben für seine Gesamtstärkung. Gesehen, die 122, das war schon straff gewesen, aber wichtig, weil der Reiz ist jetzt im Körper drin und kräftigt das gesamte System nochmal für die Frontbeuge und das ist der entscheidende Punkt, eine Gesamtkräftigung für den Körper nochmal draufzusetzen mit einer sehr hohen Last und das habe ich jetzt gerade durchgeführt. Beim nächsten Mal ist es natürlich fehl am Platz, weil der Körper braucht die Zeit, um sich zu erholen, aber hin und wieder mal eine Spitze einbauen ist nie verkehrt. Abgelaufen ist, habt ihr ja mitverfolgen können, Freunde, und ich bin recht zufrieden, gerade die Frontbeuge, das lief heute richtig spitzenmäßig. Ja, und zum Schluss habe ich noch die Schwinge ausgeführt, leicht, und konnte somit meinen Rücken wieder etwas befreien von der ganzen Spannung und gehe somit ganz locker in die Erholung und ins Wochenende rein. Gut, Freunde, ich verabschiede mich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und jetzt fahre ich nach Hause. Es geht in die Küche und was es da gibt, das seht ihr gleich. In diesem Sinne, macht's gut, euer Uwe. Heute habe ich mir die Würze selber ausgesucht, doch zuvor habe ich das Hähnchenfleisch in der Pfanne schön durchgebraten bei mittlerer Pfanne und wenig Öl. Und zwischendurch habe ich mich auch um die Nudeln gekümmert. Nachdem die durchgekocht war, habe ich eine Paprikasauce fertig gemacht und unter die Nudeln durchgerührt. Die haben alles schön aufgezogen. Dann kamen die Zwiebeln dran, geschält und in dicke Scheiben geschnitten. Und diese kamen dann mit in die Pfanne hinzu, als das Fleisch durchgebraten war. Und da wurden nochmal die Zwiebeln im Fleischsud mit durchgeschmort.
Ständiges Wenden war Pflicht, sonst sind die angebrannt. Und dann war es auch schon nach circa 15 Minuten so weit, dass ich alles auf den Teller laden konnte. Und dann begann das schöne Abendessen. Was habe ich für Gewürze verwendet? Nichts anderes als Paprika edelsüß, Knoblauchpulver und schwarzen Pfeffer. Das hat auch gereicht, um hier ordentlich zu würzen. Salz ist natürlich wieder absolut tabu bei mir, weil das schlägt dann nur auf das Körpergewicht an. Und so sah es auch zum Schluss auf den Teller aus.